herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, PvP Candy Crossing. Ja, Nägelverkauf steht an. Mal gucken, ob das was ressourcentechnisch, also hier leistungstechnisch was bringt, dass es ein bisschen flüssiger läuft. Und dann werden wir ja noch mal gucken, dass wir die Bäume verkaufen, die noch rumliegen, also die noch zum Säge wegbringen. Ja, ich wünsche mal einen schönen Freitag. Ist ja wieder soweit. Ich habe ja so einen verrückten Plan. Ich überlege mir, ob ich demnächst, also so am übernächsten Wochenende, vom Wochenende mal zwei Folgen bringe pro Projekt. Das überlege ich mir gerade. Ja, mein Interesse muss letztendlich da sein, sonst macht es ja keinen Sinn, ne? Aber aktuell denke ich drüber nach und also die Woche, wenn jetzt kommt, noch nicht. Weil ich ja erstmal noch die nötigen Folgen überhaupt schaffen möchte für für nächste Woche. Nach dem 7. praktisch, ne? Der 8. ist Montag, wenn Sonntag der 7. ist und dann ja und dann das Wochenende noch aufhalten, ne? Ja, Snowboard-Verkauf. Ich weiß, da gibt es keine Verkaufsstation. Ob man die irgendwie verwenden kann? Für irgendwas? Frage, ne? Also ich weiß es aktuell nicht. Aber die Hasen haben es auch nicht gebracht, dass sie gut Geld hat gebracht, ne? Locker eine halbe Million. Ist schon mal nicht schlecht. Bei mir erscheinen sie ja an zwei Punkten, wo ich weiß, dass sie da erscheinen. Also, aber wenn ihr was wisst, wo die noch erscheinen, dann wäre das richtig viel Geld. Aber Ostern ist ja nächstes Jahr wieder, ne? Sagen wir mal, bis da eigentlich Weihnachten kommt, Präsenz. Noch habe ich keine bekommen, also präsentmäßig. Also Nägel auf der im LKW machen einige bestimmt 5 FPS aus, die mir jetzt fehlen. Ja, sehr schön. In Zukunft jetzt aber besser funktioniert, ne? Mit 25er. Ich werde auch wieder, wenn ich im Sommer das mache, Renovierung, etappenweise zeigen, wie ich Malarbeiten durchführe. Also nicht, dass ich jetzt komplett zeigen will, aber so die Nägel verschwinden, ne? Wahnsinn. Aber ja, Vermögen nicht, aber immerhin, ne? Im Grunde müsste man schauen. Was die Silageballen wollte ich eigentlich verkaufen. So. Manchmal gehen die, wenn sie hier Anhänger an das Richtung fahren sollen, dann geht's. Wenn sie nicht sollen, dann fahren sie in eine andere Richtung. Und wenn sie sollen, dann tun sie das nicht, ne? Ich wüsste zu gerne. Das funktionieren würde. So.
bisschen Geld, ne? Mhm, 54.000 Meilen. Und Leistung? Ja, 15, 14. Ja. Ist es auch nicht. Ja, dann mal probieren mit der Mühle, ne? Dass irgendwie sowas gibt. Habe ich da was da? Eigentlich ist ja schon ein bisschen blöd, mal ja. Ob wir sowas haben. Außer ihm hier. Gibt es da vielleicht früher? Nein, hier früher. Ob das. Den haben wir da. Ich weiß ja nicht, ob ich es drauf habe. Das ist ja das Ganze. Das andere Paket. Mit. Und da ist Wort nicht bei. LKW. Da. Diverses vielleicht. Nee, habe ich es nicht drauf. Kleine Autodurchhänger. Habe ich einen drüben am Hof? Also die Nägel haben es nicht unbedingt gebracht, also dass da jetzt sagen würde, ach jetzt haben wir da was gewonnen, ist es nicht. Sind ja eigentlich im Lager drinnen, müsste ja eigentlich auch ein System draußen sein, ne? Also, aber es muss trotzdem irgendwo gespeichert sein. Irgendwie. Ja, ihr wisst ja, was ich meine. Muss ja irgendwo berechnet werden, ne? Aber Silagebahnen würde ich jetzt nicht mehr kaufen. Das ist doch ein bisschen zu schade fürs Geld. Weil die sind ja jetzt im Januar und Dezember im Preis deutlich höher. Das ist halt mal so. Pro 7. Zum Mühle wollte ich fahren. Ob das geht, tut es auf jeden Fall. Das ist ja eure Palette, ne? Ob ich da noch entsprechend hingefahren bekomme. Da muss ich mal schauen. Gibt es hier mit Atodyna-Batterie schon? Das wäre nicht ganz interessant, das aufzuladen. Und im Nachhinein wieder abladen. Ne? Dann wäre das schon mal gleich in dem Dings drin. Im Bereich. Ich hab Berg gezogen. Hier kann man Getreide abladen, das ist alles kein Problem. Der wird auf jeden Fall gehen. Auch das funktioniert nicht, ne? Das müsste ich eigentlich erstmal bewegen, ne? Das weiterfährt, ne? Also müssen im Prinzip mir noch ein Ding dazusetzen, ne? Ich habe es noch nicht geschafft, reinzuschauen, wo es gespeichert wird, wo das den Spawnpunkt
für die Mühle höher setzen könnte. Das könnte dann was bringen. So, und hier noch einer zunehmen, ne? Der eine ist ja höher, das kann man schon mal sehen, dass das nicht funktioniert, ne? Oder ich muss das hier verkaufen. Und den gleich mal wegnehmen. Und hier rein. So. Wäre eigentlich besser, wenn man es hier ein bisschen ja, das ist doof. Anführungszeichen, dass er nur eine annehmen kann, ne? So. Das wäre mal interessant, ob das nachher so zumindest gehen würde, ne? Dass man hier sagen würde, ah, okay. Wir können was erreichen, ne? Das ist ja hier in dem Bereich. So, hier das mal verkaufen. Dass wir hier den von der Höhe her höher hinbekommen. Oder tiefer halt, ne? Schulden wir auch noch. Verkehrte. So. Kann man ja auch schlecht sehen, ne? Nein. Welche Höhe das ist, ne? So. Das müssen wir jetzt probieren. Das ist gefährlich. Verkaufen liegt nichts. Das ist mir schon mal passiert. Aber schon eine Weile her. So. Und TV. Lässt sich mal so schwer. Was ich machen könnte, ich muss mal planieren, muss man eigentlich komplett vorher machen, ne? Nur ein bisschen unterschiedlich, aber es könnte sein, dass wir das hinkriegen, also es zu viel ist, ne? Also Gebäude in der Nähe ist eh ungünstig, ne? Ansonsten mal hier mal probieren, mal ein bisschen einplanieren, hinter den Schweinen, ne? Ups.
man da hier was zaubert. Für die Zukunft. Bisschen geht immer runter. Ich meine, die Rasenfläche ist eh im Nachhinein sowieso egal, ne? Was soll's, ne? Ob den Berg auch nicht eben haben, das ist übertrieben. So. Falls wir was bauen wollen. Sind mal fertig. So. Das ist ein bisschen, wir fangen mal hier vorne an. Durch die Nase. Warum zeigt er mal verkehrten Punkt an, ne? In die Richtung. So gar nicht. Man lässt die Höhe mal auch tiefer, ne? Also da ein bisschen Spielraum ist. Gut, dann fangen wir hier an. Aber hier haut er ab. Also, ganz einfach. Die andere Richtung bitte. Manchmal kann man verzweifeln. Ja. Vorsichtig sein mit dem Abreisen, verkaufen. Wow. Also wer das sich mit auskennt, ich meine, Speichersafe ändern. Ob jemand da so ein Tutorial hat, ne? Darum geht's. Ach komm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss nochmal Zeit jetzt haben. Aktuell keine Zeit. Gut. Das müsste jetzt funktionieren, zumindest. Hier ist denn so eine blöde Kante.
nicht sein, ne? Ich probier's noch mal. Geht. Oder ich muss einfach drüber gehen, ne? Muss ja geländemäßig tiefer sein, also sonst wird es ja funktionieren. Also, das die Kante mag er nämlich nicht. Gut, ich hoffe, es klappt. So. Hau mal ein Lager rein. In der Hoffnung, dass er da. Bisschen mehr rausbekommen. Ja, 16 habe ich gerade gehabt. Mal schauen. Und das Test, ne? 100%ig klappt das nicht. Doch, es klappt. Mit viel bitte sein, ne? So könnte das funktionieren. Das wird funktionieren. Muss. Ja, und schon, das soll schon Freitag gewesen sein. Auf den heutigen Freitag. Einen schönen Restfreitag und schönes Wochenende für morgen. Ja. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.